etwas wahr. Moment. Ich will aber... Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Hast du das gehört? Ist mir egal, was es war. Wir haben einen Kopf. Und Vergeudung von guter Haut. Sie sagen, der Feind ist an der linken Flanke am schwächsten und dass die Zwerge dort den Feind zermalmen werden. Vielleicht können wir dann endlich diese stinkenden Sümpfe verlassen und nach Hause gehen. Gestern hat der Feind Verhandlungen angeboten. Wir sahen einen Botschafter davonreiten. Ein schreckliches, schwarzes Monster auf einem schwarzen Pferd, der von zwei gewaltigen Menschen mit ebenso schwarzer Rüstung flankiert wurde. Es war ihnen nicht gestattet, in unsere Nähe zu reiten, weil man befürchtete, sie würden unsere Stellungen auskundschaften und sie an ihre widerlichen Herren weiterreichen. Stattdessen wurde eine kleine Gruppe Menschen und Elfen ausgesandt, um sich mit ihnen zu treffen. Ja, kenn ich. Wir konnten nicht hören, was sie besprachen, aber es wird keinen Frieden geben. Das Gerücht hält sich hartnäckig im Lager. Tommy, sie berichteten, dass sich der Mund des Botschafters verdunkelte und Saurons Worte in ihm brannten. Kauft er nur meine Spiele. Bereitete es dem Botschafter große Schmerzen. So, okay. Er hätte wohl nur Versklavung und Folter versprochen. Ich bin geneigt, dem Glauben zu schenken. Ich komme nicht umhin zu glauben, dass wir es nie bis nach Mordor schaffen. Dort erwartet uns nur der Tod. Ich finde es halt so heftig bei dem Spiel, gell? Das braucht einfach mal kaum. Braucht kaum Hardware, also keine Leistung eigentlich, hat aber eine übertrieben gute Grafik. Das Spiel ist auf Ultra. Das mit dem Schlepptop, ey. Genau. Ja, er sagte, er hätte in den Totensümpfen Geister gesehen. Ich glaubte, er sah nur seine eigene Angst. Die schlaflosen Toten, die Schattenmenschen, die Verstorbenen. Geh weiter, mein Mordor ruft sie alle. Ich habe mich auch schon zum Tode gelangweilt. Ah, du darfst auch weitergehen? Ach, scheiße. Vielleicht ein Leben. Da ist der Kopf ab. Greift von hinten. Bitte. Zurück an die Arbeit. Da unten war eine Scheißstelle zu speichern. Bin ich doch nicht jetzt hier. Was war das für ein Geräusch? Ihn nach Angriff!
Tu nicht so, als wäre nicht. Hey, let the games begin. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd? Nee, ich hab nur die Sklaven an der Grube bewahrt. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Und sehen. Hab gehört, wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, stellt dich das für den nächsten Kampf. Die anderen sagen, wenn du nur Fleisch von den Beinen frisst, machst du es schneller. Alles eine Frage, wie viel schlingen kann. Frag nur den Sklavenmeister. Er hat heute Morgen zwei verdrückt. Deswegen bleibt er so stark. Jetzt dieser Tagabschaum, hä? Ich dachte, er sei hier. Vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Wir kümmern's. So oder so sind wir fehlen. Da waren's nur noch sechs. Ein Jäger, der seinen Speer wert ist, kann jede Beute in Schach halten. Ich hab keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Du solltest Angst haben. Einer von ihnen kann dich in Stücke reißen. Ich weiß es genau. Heute werde ich ihn töten. Ich hoffe es. Ich habe genug von diesem Uruk-mordenden Tag, der andauernd unsere Pläne durchkreuzt. Sie haben sich in Durtan ganz schön gut eingerichtet. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Waffenlager geschützt sind. Die einzigen, die unsere Waffenvorräte plündern, sind wir. Ich bin bereit für einen ordentlichen Krieg. Was meint ihr? Es wird auch langsam Zeit. Ich verstehe nicht, warum wir nicht sofort losmarschieren können. Wir erhalten den Befehl schon bald genug. Die schwarzen Hauptmänner sind bereits unterwegs. Das habe ich auch gehört. Wenn dieser Krieg beginnt, wird die Schlacht der fünf Armeen bloß wie ein harmloser Trainingskampf wirken. Meint ihr, er arbeitet für jemanden? Wer? Redback? Na, der ist zu dumm, um irgendwem etwas zu nützen. Was war das? Was war dieses furchtbare Geschrei, das ich gehört habe? Die Patrouille hätte diese widerliche kleine Made, die hier umherschleicht, fast erwischt. Doch sie ist wieder entkommen. Hab gehört, wer den Grabwandler tötet, wird sofort zum Häuptling befördert. Erinnert ihr euch, was der Häuptling uns für den Kampf geraten hat? Oh ja, am Ende eines Jägerkampfes.
Tempels sollten wir bis zu den Knien den Leichen unserer Feinde stehen. Die Toten sollen sich so hoch stapeln, dass ich über das Schattengebirge blicke. Yes, what is... Du armseliger Wurm! Hab ich doch. Erzähl uns doch von den Geräuschen, die du wieder und wieder hörst. Halt Maul! Du findest das nicht mehr lustig, wenn du es erstmal gehört hast. Das ist bestimmt nur der Tag. Er war seltsame Geräusche. Nanichir, Gelaia Mordor. User in your channel timed out. Glück. Ich hab dich mal. User joined your channel. Nach einem Kampf brauche ich Essen. Ich du alte Ey! Grüß dich, Patrick! Gibt es noch viel mehr davon? Er hat recht. Dich zu beschweren, lässt dich nur schwach. Den Wimmern! Und alles wie Menschendreck! Ja, logisch. Wenn ich dich gehäutet habe, dient deine Haut als mein Banner! Jetzt heute nochmal ausprobieren, was aus. Macht 1000. Keine Ahnung, ich hab heute noch ganz andere nicht gesehen. Ich hole meinen Arm ab. Reiß ihm die Beine aus! Du hast es ja wieder mit deinem Schnauze. Wirklich? Ja, ja. Ja, tut mir leid, Patrick, ich kann das nicht einstellen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Da kannst du eigentlich nichts einstellen. Wie nah, du musst. Ja, das ist ja das Ding. Ich hab das Ding ja schon weit unten. Was? Ich hab das Ding ja schon unten. Weil wenn ich das zum Beispiel Richtung Nase tue, dann hauche ich halt auch voll rein. Ich hab das ziemlich weit weg. Und